Wie wär's Friseur? Okay, ist auch gut zu wissen. Welchen Kanal kenne ich noch? Oh, eine LP, der doch relativ unbekannt ist, der aber eindeutig mehr Abonnenten verdient hat, weil das wirklich drauf hat, ist youtube.com/user/gronk, also G-R-O-N-K-H, ja. Ich glaube, der hat 5 Abonnenten oder so, aber eigentlich hätte er so 450.000 hätte er sich schon verdient, glaube ich. Ist natürlich nur meine Meinung, klar, aber okay, nein, Entschuldigung. So, mein Freund. Warum ist dein Tank... Ach, Mann! Warum ist dein Tank... Und warum hältst du nicht an, wenn ich mich vor dich stelle? So ein Behinderter. So, Growth for Life. Aber wieder mal kein Tank. Yes! Wie gut, Alter. In der Fahrt. Während der Fahrt? Ist ja so heftig. Während der Fahrt. Zur Explosion gebracht. So. Wo laufe ich eigentlich hin? Man weiß es nicht. Caesar Villalpando ist nämlich gefragt. Und warum ist da kein Fahrer drin? Ja, fuck, ey. Egal. Nimm mich mit, ey. Warum hast du mich gerammt, ey? Was geht mit dir ab, bitte? Warum hat er mich gerammt? Das war nicht nett, jetzt. Das war wirklich nicht nett. Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht gut heißen, ja. Im Namen von Käse, so geht's einfach nicht. Das kann nicht sein. Wow. Halt, was war da? Da war irgendwas Rotes da unten. Warte. Anscheinend ja nicht. Ja, wieder zu dumm zum Gucken, ey. War ja klar. Hallo Ladies. Ich bin Carl Johnson und ich habe euch gerade überfahren, Bitches. Eigentlich habe ich ja nur einen überfahren, aber trotzdem. Haha. Warum bist du ausgewichen, Mann? Was soll denn das? Alter. Ganz schlimme Sache. Jetzt hör doch bitte auf, mir auszuweichen. Das ist doch sowieso unvermeidlich, ey. Ah! Ihr geht mir alle so auf den Pisser. Vor allem du und Gelb da. Ich will aus meinem Auto aussteigen, Mann. So. Du spast, ja? Du spast. Ah, hoffentlich kann ich den Bandenkrieg jetzt anzetteln. So. Auto explodiert. Check. Und... Jetzt müsste ich noch 2 Gelbe finden, dann hätte ich Bannenkrieg und könnte richtig Cash machen. So richtig Cash, Money. Hallo. Chill doch, jetzt komm doch bitte zurück. Mann, das war nicht nett, ey. Ich glaube, das sind Autorennen, habe ich so das Gefühl. Wie? Hallo? Da muss ich jetzt auch wieder ganz ehrlich sagen... Mein Fahrerskill ist over 9000! What the fuck? Boom! Entschuldigung. Ja. So, wir rennen einmal ums Stadion rum. Einfach so. Weil ich's kann. Und weil ich so viel schneller zu Caesar Villalpando komme. Halt! Ach ja, die liebe Graffiti-Dose. Fick dich einfach, scheiß Kackpiss, ey. Vagus-Graffitis kann ich schon wieder so kotzen. So kotzen einfach, so. Ich brauchte auch mal irgendwie einen Essensstand oder so einen Getränkeautomaten, dass ich mal mein Leben auffüllen kann. Warum bremst du immer ab? Hallo? Renn doch mal weiter. Dankeschön, so. Also wie gesagt, Essen... Da komme ich jetzt nicht drüber, ne? Ja. Okay, Mega-Jump. Wuhu, danke schön, sehr schön. Es war richtig dick. Ja, wir cruisen mit unserem dicken Bike jetzt dick zu Caesar Villalpando und es war richtig dick. Renn. Das sah gerade richtig cool aus. Na gut. Auf geht's zu Caesar Villalpando. Einmal noch. Wuhu. Okay. Kann ich mich nicht auch nach vorne oder hinten lehnen mit dem Fahrrad? War da nicht was? Ich glaube, es ging nur mit dem Motorrad. Oder? Ach, ist mir doch egal. Wir fahren jetzt auf jeden Fall auf den Schienen und sind so unglaublich Gangster.
Wir sind ja so Gangster. Gangster, Gangster, Gangster. Gangster, Denkste. Haha, okay. Es ist auch schon irgendwie scheiße, wenn man kein Radio auf dem Fahrrad hat. Ah, was? Bitte, wieso? Scumbag-Laternenfalle, ey. Mit dem Fahrrad dagegen fahren, bleibt stehen, Baseballschläger drauf kaputt. Klar, sicher. Scheint legitim. Aber ehrlich, das ist schon irgendwie ein bisschen... Hallo, hallo, hallo. Meine Freunde. Ich glaube, das war's dann für euch. Jetzt habe ich wenigstens Auto ohne Windschutzscheibe. Aha, haha. Ah. Ja, ist fast so gut wie, wie ein Cabrio. Genau. Genauso gut. So. Der Typ sagt mir, was da hinten ist, ja. Jetzt nicht mehr. Und lässt du mich bitte durch? Ach, weil ich die Sirene höre. Kann ich eine schöne Geschichte aus meinem Leben erzählen. Gestern. Ich sitze hier in meiner Wohnung. Auf einmal irgend so ein lautes Geräusch geht draußen los. Wii, 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 wii. Alter, 10 Minuten lang. Auf einmal Polizei, Feuerwehr, Krankenbank, keine Ahnung. Irgendeine Sirene. Ich denke, Digga, was ist da los? Und ich weiß bis heute nicht, was es war. Wahrscheinlich irgendein Einbruch im Supermarkt nebenan, könnte ich mir vorstellen. Aber das war schon ziemlich heftig. Jeder will wissen, was da los ist, und ich bin zu dumm. Ich bin einfach viel zu behindert, um zum CV zu fahren. Wie dumm muss man eigentlich sein, ohne Witz? Wo ist das CV? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich war ganz woanders, weil ich so dumm bin. So. Alter, da könnte ich schon wieder kotzen. Bei so einer Dummheit von mir, da, im Strahl. Im Fuck. Boah. Jetzt besser schnell weg. Dann kann ich eine Explosion live miterleben. Ach, kann ich wieder nicht. Warum? Das letzte Mal hat es doch funktioniert, Mann. Oh Mann, oh. Wie unfair einfach. Normalerweise explodiert es ein Auto immer, wenn es vom Zug getroffen wird. Also habe ich das zumindest in Erinnerung. Ja, finde ich schade. Kann man nichts machen. Was ich jetzt gern hätte, wäre auch einen kleinen Snack. Ich will einen Snack. Okay, wir singen jetzt ein Lied, Kinder. Ich will einen Snack. 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 Und ich laufe durch Wäsche. So hardcore. Ich will einen Snack. Ja, jeder, der Ohrenkrebs hat, kann es rumholen, ist mir egal. Ja, dummer Mensch ist dumm. Man kommt nicht durch die Wand, Bitch. Vor allem nicht mit so einem behinderten Kopftuch da. Wer macht denn sowas? Der Mensch kann doch auch nichts dafür. Der ist doch auch nur eine Kartoffel. Klar, macht Sinn. Straße flicken, Grafik like a boss. Sieht auch richtig gut aus. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Kohle, so in Minecraft. Wenn man da so ein bisschen drauf guckt, ein bisschen schräg. Interessant, so. Ey, was geht mit euch ab? Ich glaube, ich muss hier ein bisschen Frieden stiften. So. Ich hoffe, ihr beiden vertragt euch wieder. Es ist besser für alle Beteiligten. Und natürlich für mein Waffenkonto. Ja, warum sagt ihr eigentlich nichts? Digga, immer bin nur ich am Reden in diesem LP. Sag doch bitte auch mal was. Hallo. Willst du vielleicht mal was sagen? Ich werde mich so lange auf die Couch, nee, auf den Glastisch stellen, bis du was sagst. So lang. So. Nee, ich warte jetzt. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte und mach Headbang. Ja, ich warte und mach Headbang. Ich warte, ich warte, ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte. Ich warte. Alter, das ging gerade richtig auf die Augen. Ja, nee, wenn ihr nichts sagt, dann bin ich auch gar nicht bereit weiterzumachen. Ich speichere jetzt und ich glaube, dann mache ich auch Schluss. Nein, abbrechen. Warte, so.
Ach, ich bin so behindert. Warum gebe ich Heso Yam ein? Wie dumm. Wie scheiße dumm bin ich eigentlich? Alter, Heso Yam heißt immer 52.000 Dollar und Leben. Alter, ich bin ja so dämlich. Ich wollte doch nur den Cheat ausschalten. So geht es nämlich. Ah, wie kann man nur so dumm sein? Es tut ja weh. Ah! Zum Kotzen sowas, zum Kotzen. Ja, jetzt habe ich halt 14,6 Millionen Dollar, lebt damit. Quatsch, 1,46 Millionen Dollar. Lebt trotzdem damit, ist mir egal. Was ist eigentlich da oben? Kann man da drauf? Dieses Glasding ist da. Und wo bin ich hier eigentlich? Ich kann da wirklich drauf, wie geil. Also ich könnte da drauf mit Jetpack oder so. Kann ich da kann ich doch nächstes Haus mal. Ich dachte, dass irgendwas wirklich rein kann. Aber das Ding ist wirklich cool. So. Jetzt reicht's mir. Ich komm doch sonst nie zu was, wenn ich zu dem Typen nicht hinfliege. Mr. Real Pando. Ja, ich hätte nicht einfach außen rumlaufen können. Nein. Ach so, ja. Was ist das rote Zeug? Ja. Kirschsaft. Frage beantwortet. So, Lowrider. Hauptsache, wir finden einen. Ich glaube, der da ist einer. Soweit ich weiß. Also, ich glaube, ich habe schon mal gespielt, habe einen Lowrider gebraucht. Ich glaube, es ist einer. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, ich glaube schon. Sieht nach Lowrider aus. Yes! Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Gonzafose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Conchota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Hallo, darf ich jetzt vielleicht bitte auch fahren? Ah, so. Wir fahren zum Rennen zu unglaublich cooler Musik. Oder? Ach stimmt, ich habe die Musik ja wieder nicht aktiviert. Ja, und ich glaube, ich bin schneller als du. Loser. Warum läuft hier keine Musik mehr an? So. Hauptsache mal schneller als Mr. Wheel Pando. Das Rennen sollte auch ganz einfach werden, wenn man nicht die Frau mit dem komischen Tuch da umfahren. Das Tuch, was sie immer schwenkt. Ich weiß gar nicht, warum ich lache. Das macht halt gar keinen Sinn einfach. Spasten, einfach verpisst euch doch bitte mal. Ohne Witz. Hallo, verarscht. Hallo, verarscht. Hey, Bullen, verarscht. Ach, ich habe wieder Bullen an, fällt mir gerade ein. Fuck, ey. Da hätte ich vorher dran denken sollen, vielleicht. Bevor ich hier irgendwelche Bullen verarschen will. Aber es sieht gut aus. Wir sind Erster. Captain Obvious hat wieder zugeschlagen.